Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen. Wir sind hier auf dem Immopreneur Immobilienkongress in Darmstadt. Das Thema Immobilien spielt hier natürlich eine ganz große Rolle. Und ich habe hier den Fabian vom Online-Tool, eine Online-Seite, mit der man Immobilien finden und suchen kann. Ja, und ja, bist ja einer der Gründer von dieser Seite und die ist ja auch recht erfolgreich. Und ja, jetzt wollen wir mal darüber reden, wie ist denn das heutzutage mit Immobilien suchen, Immobilien kaufen, Immobilien mieten? Ist es stark eingebrochen in diesen schwierigen Märkten? Wir haben ja die steigenden Zinsen, wir haben Inflation. Ja, hat man jetzt vielleicht bessere Karten als vor einem Jahr? Und das kann der Fabian uns besonders gut beantworten, weil er hat die Statistiken, er sieht, wie viele Zugriffe auf die Seiten erfolgen und da wollen wir jetzt mal drüber reden. Ne? Ja, so genug der Vorrede, ne? Dann hören wir uns jetzt mal an, hier, was der Fabian dazu zu sagen hat, wie ist die aktuelle Situation am Immobilienmarkt. Grüß dich. Ja, hallo Steffen, schön, dass ich da sein darf. Genau, also was wir im aktuellen Markt sehr stark beobachten, das können wir sehr gut tracken, sind die reduzierten Preise, also reduzierte Objekte, die haben sehr stark zugenommen. Wir haben eine Zunahme in den letzten 5 Monaten von ca. 75% beobachten können. Also was man einfach wirklich sieht im Markt, die Verhandlungsbereitschaft ist da. Die Verkäufer haben ein bisschen natürlich gemerkt, hey, die Preise, die wir jetzt natürlich vor 8-9 Monaten abrufen konnten, das ist nicht mehr realistisch. Und das ist natürlich für Käufer eigentlich auch trotzdem eine relativ gute Nachricht. Natürlich hat man den gestiegenen Zins. Aber auf der anderen Seite sind die Kaufpreise schon deutlich runtergegangen in einigen Regionen. Natürlich muss man das je nach Region abwägen, das ist ganz klar. Mhm. Und wenn man jetzt eben viel Eigenkapital hat, ist es halt sehr spannend, sich natürlich wirklich günstige Objekte zu kaufen. Du hast jetzt am Anfang gesagt 75%. Worauf bezog sich das? Auf die letzten 5 Monate. Ne, also sage ich mal, vor 5 Monaten bis jetzt ist einfach die Anzahl an reduzierten Objekten, die wir tracken, um 75% hat die zugenommen. Reduzierte Objekte, ne, genau, die im Preis runtergegangen sind? Genau, wo der Preis nachweislich runtergegangen ist. Ach so, wo ihr gesehen habt, die waren erst teurer inseriert und sind jetzt günstiger. Genau. Okay. Ja. Und die Suchanfragen, wie viel Prozent sind die zurückgegangen? Genau, also da kann ich dir Statistiken zumindest von ImmoScout nennen. Also was wir da sehen, ist, dass einfach 36% der Nachfrage bei Kauf nachgelassen hat. Und aber natürlich verschwindet diese Nachfrage nicht, sondern die geht eben in Miete über. Ne? Und wie gesagt, da die Mietpreise, die ziehen jetzt einfach auch wieder an. Region. Okay. Ja, also sagen wir mal so, meinst du, das ist ein kurzfristiger Trend, auch jetzt natürlich interessant für viele, die vielleicht verkaufen wollen, dass sie sagen, Mensch, ich warte mal noch ab. Oder meinst du eher, ist natürlich schwer vorauszusagen, ne, aber das Ganze geht noch weiter runter oder pendelt sich dann auf einem gewissen Niveau ein? Ja. Weil wir haben ja hier am Kongress bislang auch gehört, natürlich, selbst wenn die Inflation weiter steigt, Immobilien waren ja in der Vergangenheit auch immer trotzdem eine gute Anlage, ein Sachwert. Absolut. Also ich denke, es gibt natürlich immer drei Dinge und das sind Lebensmittel, das ist Energie und das ist Wohnen. Das sind die drei Grunddinger, die wird es eigentlich immer geben und deswegen sind natürlich auch Immobilien immer spannend. Natürlich gibt es dennoch trotzdem schlechte Phasen, in denen man kaufen kann. Im Endeffekt gibt es natürlich jetzt gerade mehrere Faktoren. Wir haben natürlich jetzt, wir kommen aus der Corona-Krise, wir haben eine Energiekrise. Und ich sage mal so, es kann natürlich einfach auch ein sehr optimistisches Szenario wieder geben, nämlich wenn wir natürlich einfach, wenn der Krieg in Russland endet und der Ukraine, wenn der zum Beispiel endet, dann können wir auch die Energiekrise wieder lösen. Und somit kann alles natürlich wieder deutlich optimistischer werden. Und ich will dazu sagen, also was ich so von Märkten immer gelernt habe, ist, dass die natürlich oft zur Überreaktion tendieren. Das heißt sozusagen natürlich, die Zinsen werden angezogen, alle bekommen wahnsinnige Angst. Und das hat man sehr schön auch zum Beispiel im Interzinschart gesehen. Wahnsinnige Angst, die Zinsen gehen ganz stark nach oben und dann beruhigt sich es auch wieder ein bisschen. Und ich glaube, am Ende des Tages, das wird ein Mittelweg, wie wir wieder rauskommen. Und das wird jetzt nicht die vollendete Katastrophe. Ja, das ist auch mein Gefühl. Ne? Ich denke auch, ja, dass es so kommt. Aber wir wissen es natürlich nicht. Aber ich sage mal, selbst wenn die größten Abstürzen, ich habe in meinem letzten Buch Vermögen aufbauen sicher im Crash auch, Crash der Vergangenheit betrachtet, da war es ja auch immer so. Selbst wenn es richtig runterging, irgendwann ging es auch wieder bergauf. Und die Gewinner werden auch immer in den Krisen, das sagt der Gerald Hörn auch gemacht. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, auch gerade in Krisenzeiten vielleicht so Suchtools wie eures zu nutzen. Wenn man denn Geld hat oder eine Finanzierung noch bekommt, muss ja keine 100% Finanzierung sein, dass man trotzdem sich über den Markt informiert. Richtig.
Ne? Weil wenn man nicht mal am Ball ist, ne, und nicht guckt, dann weiß man noch nichts. Genau. Ja, und dann vielleicht zuschlägt, wenn es einfach auch passt, aber nicht vom Gefühl, sondern dass man das so durchrechnet. Ne? Siehst du das auch so? Oder? Sehe ich ganz genauso. Ja. Und im Endeffekt ist es wichtig, auch natürlich in der jetzigen Zeit immer am Ball zu bleiben, immer quasi den Markt zu beobachten und immer zu schauen, kommt denn jetzt was Gutes rein? Weil am Ende des Tages kann man ja nicht sagen, ja, jetzt in einem Monat kaufe ich und dann kommt was Gutes. Ja. So wird es nicht laufen. Ja. Man muss den Markt beobachten und dann zuschlagen, wenn was Passendes kommt. Ja, genau. Ja, was natürlich im Moment auch noch schwierig ist, sehe ich auch so wirklich diese ganzen politischen Unsicherheiten. Ne? Ist ja nicht nur was weltwirtschaftlich passiert, sondern auch zum Beispiel in Deutschland diese CO2-Steuer, ja, energetisches Sanieren, ja, Grundsteuerreform. Ne? Dann sagen schon viele hier auf YouTube, Lastenausgleich hochgedroht und so. Ja. Also wirklich so Damoklesschwerter, die auch viele ja mit Sorgen betrachten. Ne? Und das, denke ich mal, da muss man auch mal gucken, wie man damit umgeht, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Also zu dem Thema muss ich sagen, bin ich natürlich jetzt nicht so der absolute Experte, aber auf jeden Fall sehe ich auch, dass da in Zukunft die Politik natürlich weitere Eingriffe machen wird. Ich sehe da aber auch, also beziehungsweise was ich denke ist, dass es eher in größeren Städten passieren wird natürlich. Da wird es natürlich mehr Umbruch geben, da wo es halt die Hotspots gibt, da wo es die Problematiken auch wirklich gibt. Und auch da ist es wieder so, die Lage gilt natürlich. Ich denke nicht, dass es auf ganz Deutschland sich ausweiten wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, ja gut. Aber wissen kann das natürlich niemand. Ja. Ne, das ist nur eine Prognose. Ja, genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, Immobilien, wichtig ist, denke ich auch, gewohnt wird immer. Ne? Wohnraum ist knapp, wir haben Zuwanderung. Ja, und von daher wirklich auch gucken, ne? Einfach dann den Markt beobachten und nicht im Kopf in den Sand stecken, meine ich auch. Ne? Dass man sagt, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr und, ne? Und dann ist der Zug auch wieder irgendwann abgefahren. Ne? Richtig, richtig, genau. Es gibt ja auch im Endeffekt gerade nicht besonders viele gute Alternativen, weil ich sag mal ETFs zum Beispiel, also wie zum Beispiel ETFs werden nicht mehr so gut funktionieren. Die haben jetzt 10 Jahre sehr gut funktioniert. Wir hatten sehr viel Kapital im Markt. Dadurch haben natürlich die Firmen sehr gut profitiert. Es wurden viele Schulden gemacht, es wurden dadurch viele Gewinne generiert. Aber ein ETF wird in Zukunft einfach nicht mehr so viel abwerfen und dadurch auch deutlich untersender. Also muss man sich auch überlegen, wenn man Geld hat, was macht man denn damit? Ja. Und Immobilien sind eben immer noch eine recht gute Alternative dazu. Aber natürlich muss man die Risiken immer abwägen und bedenken, das ist ganz klar. Genau, ja, ja, sehe ich auch so. Ja, dann können wir vielleicht jetzt abschließend nochmal auf eure Plattform ein bisschen kurz eingehen. Genau. Das finde ich ja spannend. Ihr habt die ja quasi gegründet und entwickelt oder entwickeln lassen. Ich weiß, kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, ob ihr da selber programmiert habt oder die Ideen nur hattet oder was auch immer. Und dann noch würde mich interessieren, was ist das Besondere an eurem Immobiliensuchtool? Mhm. Genau. Ja. Super gerne. Ja. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Also ich habe 2019 haben wir ThinkImmo gegründet und tatsächlich war es so, dass ich vorher bei Smarma gearbeitet habe. Und ich hatte eben selbst ein bisschen Eigenkapital gesammelt und wollte dann in Immobilien investieren. Und ich glaube, wie vielen jetzt im Endeffekt von euch auch, ging es mir dann so, dass ich die Suche super schwierig fand. Mich hat das ehrlich gesagt genervt, dass mir einfach all diese Daten und Zahlen gefehlt haben. Und dann habe ich angefangen mit einem Excel-Sheet, das selbst zu bauen, habe das dann Kollegen gezeigt, die fanden das alle super. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich lege los. Ich habe in der Zeit mein Kind bekommen, habe dann die Elternzeit genutzt, um quasi vollzeitig daran zu arbeiten. Und dann haben wir eine Finanzierung bekommen und dann konnte ich auch wirklich fulltime mich dazu committen und seitdem machen wir das jetzt, also jetzt circa 3 Jahre. Genau, und das Besondere an ThinkImmo ist, wir fassen im Endeffekt 48 Immobilienportale zusammen. Das heißt, was für euch halt wegfällt, sind natürlich viele Duplikate. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr natürlich ImmoScout, ImmoWelt oder ihr bei Kleinanzeigen Suchaufträge laufen habt, dann kommen ja ständig Duplikate, das fällt weg. Und besonders spannend in der aktuellen Zeit sind die Filter, die wir bieten, also der Filter Bruttorendite. Ich kann also wirklich nach Bruttorendite filtern bei uns. Das heißt, wir berechnen natürlich den Marktwert und den Mietwert. Und du kannst dir reduzierte Angebote anzeigen lassen. Und das ist, wie gesagt, sehr spannend, weil das sind die Angebote, wo man eben verhandeln kann in der aktuellen Zeit. Mhm. Und damit erkaufe ich mir als Investor einen Vorteil gegenüber anderen, die das nicht nutzen. Okay, ja. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und ich glaube, generell auch noch hinzuweisen ist ja, wir haben im Moment schwierige Märkte, aber als Käufer hat man jetzt wieder bessere Karten. Ne? Ja. Genau, man sagt ja immer, es gibt einen Verkäufermarkt, ne? Da ist der Verkäufer in einer stärkeren Position. Genau. Das war ja jetzt die letzten Jahre. Absolut. Genau, und jetzt haben wir schon eher wieder Richtung Käufermarkt, ne? Wo der Käufer dann auch sagen kann, hier, was können wir am Preis machen? Ne? Genau. Genau. Und wenn bei eurer Seite dann sogar geschaut wird, wird das dann so
angezeigt, dass der alte Preis durchgestrichen ist, oder ist da einfach nur ein Button, das dann steht, reduziert, oder woran erkennt man das? Du hast tatsächlich so einen Verlauf. Also man sieht auch wirklich, bei welchen Plattformen das wann wo geändert wurde. Cool. Und deswegen ist es ja cool, weil vorhin hatten wir das Beispiel, dass auf ImmoWelt, ImmoScout und eBay Kleinanzeigen der Preis gleich war, und dann wurde es aber auf einer anderen Plattform der Preis geändert. Das heißt, der Verkäufer hat hier getestet und schaut einfach, hey, ich versuch's mal auf der Plattform. Und du siehst halt, okay, auf den Main-Plattformen hat das nicht gemacht, nur auf der anderen Plattform. Und das ist halt ein gutes Indiz dafür, dass dann einfach Handlungsbereitschaft ist. Ja. Und wie du richtig sagst, ich würde sagen, vom Verkäufer, die Position hat sich jetzt einfach ein bisschen geschwächt. Ja. Und das ist für Käufer eigentlich eine gute Zeit. Ja, aber das finde ich gut, dass das auch aufgelistet ist, ne, dass man auch sehen kann, von welchem Preis kam das. Mhm. Das ist ja dann auch besser für mich als Käufer in der Verhandlungsposition, als wenn da irgendwie nur so ein Button stehen würde, Preis reduziert oder so. Man aber nicht weiß, von welchem der kommt. Ne? Genau, nee, man hat da wirklich die volle Übersicht. Ja, und dass man dann den Vergleich hat, okay, auf dem Portal ist es jetzt vielleicht reduziert, auf den anderen noch nicht. Ne? Das, genau, das ist auch spannend. Genau. Ja. Dann kann man sich natürlich auch überlegen, warum macht er das und was sind so die Intentionen. Das ist sehr spannend. Ja, okay, dann haben wir jetzt ja einiges darüber erfahren. Ja, finde ich sehr spannend, die Geschichte. Und dieses Tool ist nicht ganz kostenfrei, es kostet nicht viel, ne? Aber es bringt ja auch einen gewissen Nutzen, wie wir gehört haben. Und wir würden jetzt als Aktion mit einem speziellen Rabattcode hier für uns das Ganze unterm Video dann nochmal verlinken. Und wer da Interesse hat, kann sich das ja einfach gerne mal anschauen. Ich glaube, man kann das sowieso auch 14 Tage. Genau, 14 Tage ist erstmal kostenlos. Ja. Genau. 14 Tage sich kostenlos anschauen. Wenn es nichts ist, dann nicht. Und ansonsten, ja, genau. Perfekt. Cool. Ja. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Hat Spaß gemacht. Genau. Und dann bedanken wir uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.